Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Equestrian. Ja, Smile und ich, wir begrüßen euch ganz herzlich. Ich muss mich erstmal strecken. Ja, Smile ist mittlerweile Level 5. Ab Level 10 wird er erwachsen oder sie. Das heißt, es dauert noch ein kleines bisschen. Ich bin aber am Überlegen, ob ich nochmal züchte. Jetzt bin ich nur hin und her gerissen. Ganz interessant wäre eigentlich der Sportfriese. Der hat ja auch 5 Sterne, genauso wie der normale Friese. Und den vielleicht mit dem Araber Pinto zusammen. Das fände ich schon ganz interessant eigentlich. Und das würde mich schon reizen, da mal rauszufinden, was dabei rumkommen würde. Wir haben dann auch eine 50% Chance, glaube ich, dass das Pferd ein Stufe 5 Pferd wird. Also das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, teils, ne? Und könnte ganz interessant sein. Hier habe ich eine Übersicht über all meine Pferde. Ich habe, glaube ich, nicht die Möglichkeit, hier irgendwie auch Pferde von Spielern zu suchen. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das geht nicht. Ich will aber mal schauen, ich bin ja auch in einem Club drin. Kann ich da schauen, wer da so drin ist, mir die Pferde angucken und mit denen auch züchten? Übrigens geht's halt zum Level-Up-Club. 28. Ich schnapp mir jetzt hier gerade einfach mal irgendjemanden. Da haben wir hier Active Horse. Kann ich mir hier auch alle Pferde angucken? Nee, scheinbar nicht. Was kann ich mir denn hier sonst noch? Da haben wir einen Kaiger Mustang. Da haben wir auch, das ist auch eine Mischung. Aber die kann ich scheinbar nicht so züchten. Ich habe noch keine Ahnung, wie das geht mit dem Züchten, mit den Pferden anderer. Da bin ich noch überfragt. Aber das wäre so eine Idee, was ich gerne mal noch machen würde. Was wir jetzt als erstes machen, jetzt ist übrigens wieder das Herbstpferd drin, ist die Clubtruhe zu öffnen. Das möchte ich gerne wieder machen. Und zwar einmal natürlich die kleinere Truhe und dann die, wo es richtig spannend wird. Gucken wir mal, was wir aus der herausbekommen. Ich hätte ja immer noch gerne einen hübscheren 5-Sterne-Sattel. Das wäre immer noch toll. Das wäre sehr, sehr schön. Wir haben eine schöne Decke bekommen. Eine 4-Sterne-Decke allerdings nur. Ein Toolkit hier 4 haben wir bekommen und 10 silberne Schlüssel. 10 silberne Schlüssel können wir natürlich auch noch wieder lösen gleich. Und wir gucken noch, was hier drin ist, Leute. In der großen Clubtruhe. Zack. Ich bin gespannt. Was ist drin, Leute? Und wir haben ja das Zaumzeug, was wir schon haben. Quick Highland Bridle of Stamina. Es wäre total cool, wenn man diese Sachen verkaufen könnte. Dann hätte ich jetzt lieber Gems gehabt. Weil die hätten mir dann in dem Moment mehr gebracht. Aber gut, es ist so, wie es ist. Nee, Market, da wollte ich hin. Und guck mal, wir haben 34 silberne Schlüssel. Das ist schon heftig. Aber wir bekommen die nur aus dem Tech-Set, ne? Die Pferde bekommen wir nur noch aus den goldenen, aus den goldenen Schlüsseln, beziehungsweise aus den Gems, ne? Oh nein! Das wollte ich gar nicht. Oh, jetzt, ich wollte doch direkt 10 ziehen. Naja, meistens, weil wenn man direkt 10 einlöst, dann bekommt man 10% Rabatt. Das würde ich von daher immer empfehlen. So, was haben wir denn hier? Oh, die Decke ist eigentlich ganz süß, aber ich glaube, die haben wir schon. Das ist auf jeden Fall eine 4-Sterne-Decke. Ich gehe jetzt hier mal gerade raus und wir machen direkt nochmal 10 auf. So, dann brauchen wir nämlich nur 9 Schlüssel. Das ist auch ganz cool. So, schauen wir mal, was wir da alles rausbekommen. Wie gesagt, ich würde lieben gerne einfach Equipment und auch Pferde verkaufen können, um ja, mehr Gold zu kommen oder was auch immer. Aber hier kriegen wir halt nicht immer, wir haben jede Menge Hufeisen diesmal drin. Ja, also ist jetzt hier gerade kein nichts besonders Geiles. Das hier ist ganz cool. Immerhin ein 4-Sterne-Item. Gut. Das ist halt, ja, schade. Schade.
Ich bin immer noch so ein bisschen unentschlossen. Mein Pferd, der edle Pegasus, wälzt sich mal wieder am Boden rum und ist mittlerweile schon Level 16 und auch schon relativ gut trainiert. Wir sind ganz gut unterwegs. Wie viel Uhr? 15.14 Uhr. Nee, das schaffen wir nicht, ja, jetzt irgendwie ein Championat zu machen. Das wird jetzt gerade nichts. Aber lass uns doch mal schauen, was wir jetzt gerade für eine Quest haben. Story Progress. Talk to Winston. Echt, wir müssen ja mit Winstons reden. Mallory's Mistakes. Okay. Ja, mit Winston mussten wir auch das letzte Mal schon reden, als ich dieses Problem gehabt habe, dass die Quest nicht weiterging. Das Problem werden wir jetzt natürlich so nicht haben. Warte mal, hier können wir noch ein Möhrchen einsammeln, wenn wir gerade schon dran vorbeikommen. Das gibt wieder Erfahrungspunkte für unser Fohlen. Voilà. Das wollen wir natürlich uns nicht entgehen lassen. Gut. Jetzt müssen wir einmal da hinten rüber. Und dann gucken wir doch mal, was der Winston für uns hat. Oh. Ich finde diesen Sattel, ich finde den so grausam. Das Zaumzeug und die Decke, die finde ich ja noch ganz cool zusammen. Also das Zaumzeug vor allen Dingen finde ich super hübsch. Aber dieser Sattel, boah, schlimm. Hallo Nova, die Meisterschaft ist ja so richtig im Gange. Hier laufen so viele neue, tolle Gesichter rum. Aber wie auch immer, wir haben wir haben nicht damit gerechnet, dass es so groß wird. Und deswegen müssen wir sicherstellen, dass alles wirklich tipptopp läuft. Aber um das alles noch schlimmer zu machen, haben wir einen Schreibfehler auf den Trophäen gefunden. Oh, das ist natürlich richtig bitter. Was ein Albtraum. Hier, guck sie dir an. Star Champion Chill. Och, tut mir leid, ich sollte nicht lachen. Sie scheinen auf das L gekommen zu sein, anstatt auf das P. Jetzt stell dir nur diese... Ja, stell dir nur vor, wie lächerlich das macht. Mein Ruf, mein Ruf steht hier auf dem Spiel. Glaubst du, du könntest sie darum bitten, das in Ordnung zu bringen? Mallory, Need some convincing, ich weiß nicht mehr, was convincing heißt. Auf jeden Fall ist sie Debbies ältere Schwester. Hab im Kopf, dass sie Friesen mag und Honig. Das könntest du dir vielleicht zunutze machen. Okay, dann nehme ich mal meinen Pegasus mit, weil der hat ja das Friesenmodell. Das kommt bestimmt auch ganz gut bei ihr. So, das hier ist sie schon. Der hätte auch eben selber hingehen können. Hallo Mallory. Winston hat mich gefragt, ob ich mit dir wegen bezüglich der Trophäe sprechen kann. Ach, Winston ist so blöd. The city type stick out like a sword thump here in Hardside. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das hier übersetzen kann. Ich hoffe nur, dass er nicht schon wieder einen Fehler gemacht hat. Debbie hat mir über die Hindernisse erzählt. Leider hast diesmal du einen Fehler gemacht, und zwar einen Schreibfehler auf allen der Trophäen. Nicht im Ernst jetzt. Echt? Ja, gibt's da irgendwie eine Möglichkeit, dass du das in Ordnung bringen könntest? Naja, das wird schon eine Weile dauern, weil ich auch wirklich beschäftigt bin. Ja, das ist ja wohl das Wichtigste. Ja, wir Fans von Friesen müssen doch zusammenhalten, oder? Echt? Ich liebe Friesen. Ich erzähl dir was. Ich sag dir was. Auch wenn ich dich in der Schlange gerne vorziehen würde, ich kann's einfach nicht. Ich muss losgehen und ein bisschen Honig sammeln. Vielleicht könnte ich ihn für dich einsammeln? Das wäre eine riesige Hilfe. Hier, ich markiere dir die Orte, wo ich ihn sonst sammle, auf der Map. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Die sind da hinten. Es gibt auch noch irgendwo anders eine sehr gute Sammelstelle im Übrigen für Honig. Kann ich euch nur empfehlen. Ach guck, das ist sogar das. Ja genau, da sammle ich den auch immer.
Da sammle ich den auch immer. Da ist nämlich super, super, super viel Honig. Und Honig ist halt auch echt cool zum Füttern. Weil das Leveln vom Pferd... Das ist einfach super anstrengend. Ich sag's euch. So, collect high quality Honig. Oh! Echt jetzt? Du musst mich verarschen. Das ist ein Binado. Dieser Honig sollte es besser wert sein. Los, wir müssen uns beeilen. Merlin. Oh, sie dürfen mich auf keinen Fall erwischen. Das wollte ich eigentlich gerade noch sagen, aber dann war... Also ich hätte schon losreiten müssen. Ich hatte nicht so viel Zeit, das zu übersetzen. Wie gut, dass er flott unterwegs ist. Ich bin ja momentan echt nur noch da dran, ihn zu leveln, weil... das ist halt super, super praktisch, mit ihm ein Pferd zu haben, was keine Ausdauer verliert beim Springen. Also ich habe das echt unterschätzt, wie krass das ist. Dadurch gewinnt man einfach so viel Zeit, weil man nicht immer wieder abbremsen muss und sich Zeit lassen muss, damit die Ausdauer sich wieder auflädt. Also es ist echt mega. Ich liebe den Pegasus absolut. Ich fliege ehrlich gesagt gar nicht wirklich mit dem rum, aber allein das Reiten in den Turnieren und sowas ist super. Puh, also ich musste vor einem Schwarm wild gewordener Bienen fliehen, um ihn zu bekommen. Aber hier ist er, der Honig, wie bestellt. Meine Hände waren in meinem ganzen Leben noch nie so schwitzig. Schwitzig? Nicht klebrig? Naja, wie auch immer, dieser Honig ist wunderbar. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Ich habe die Gravuren auf allen Trophäen in Ordnung gebracht, während du unterwegs gewesen bist. Wow, danke. Dieser Honig ist unglaublich. Es ist fast so, als ob er mit der Ankunft dieser Fantasy-Pferde noch mal besser geworden ist. Vielleicht, ist das Wasser der süßen Frühlingsquellen an unsere Blumen gelangt und entsprechend auch an den Honig. Ich frage mich, ob das die Leute in der Stadt in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Interessant. Oh, tut mir leid, mein Telefon klingelt. Bitte entschuldige. Hallo Sonnenschein, ich bin so froh, dass ich dich erreichen konnte. Ich hoffe, ich habe dich nicht bei irgendwas unterbrochen. Ich habe eine schnelle Bitte. Ja, klar, wie kann ich dir denn helfen? Du bist ja demnächst bei einem Cross-Country-Event im Redwood Forest, richtig? Könntest du danach mit Matthew sprechen? Er hat ein Pferd gekauft, aber es hört nicht auf, ihn zu beißen. Jetzt möchte er, dass ich es für ihn verkaufe. Könntest du es zurück zum Auktionshaus bringen, bitte? Ja, ich habe schon gehört, dass er sich auf einmal fürs Reiten interessiert, seit er sich mit Lindy angefreundet hat. Ich werde bei ihm vorbeireiten nach dem Event und mit ihm darüber sprechen. Oh, das ist lieb von dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Und ich wünsche dir alles Beste für das Cross-Country-Event. Mach uns stolz. Ja, gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Da gibt es auch nochmal einen silbernen Schlüssel. Was haben wir denn jetzt? Complete Cross-Country Rush TT. Turniertrottel. Was ist das denn für eins? Das ist das hier. Das kann ich ganz, ganz knapp mit Merlin noch nicht gehen. Da fehlt mir noch ein Punkt auf Jump. Wollen wir vielleicht mal ein Turnier, also eins reiten? Also nicht das hier, aber einfach mal ein Springen. Warte mal, wo finde ich das denn nochmal? Ich finde mich hier immer noch nicht so richtig zurecht. Events. Showjumping. Das hier kann ich auf jeden Fall mit ihm schon sehr gut reiten. Das hier könnte ich theoretisch aber auch reiten. Das hier auch schon? Nee, das noch nicht. Das hier, das könnte ich aber auf jeden Fall mit Merlin schon reiten. Das müssten wir hinbekommen. Und ich hoffe auch, dass ich es hinbekomme. Ich tue mich mit diesen Parcours, wo man so extrem eng reiten muss, tue ich mich auf dem Handy schwer. Aber ich spiele das Spiel halt einfach fast nur am Handy. Oh, das war nicht so gut. Weil, tatsächlich, wenn ich an meinem PC sitze, dann mache ich eigentlich fast nur Aufnahmen.
Und auf dem Laptop von Dennis, wo ich theoretisch auch mal die Zeit hätte, das ein bisschen so zu zocken am PC. Oh, das war nicht gut. Da läuft es nicht. Also mir haben das ja auch schon einige geschrieben, dass sie echt Probleme mit dem Spiel haben auf ihren Laptops. Und das kann ich halt echt nur bestätigen. Auf dem PC, bei mir läuft es wunderbar, auf dem Laptop bei Dennis richtig schlecht. Also überhaupt nicht gut. Okay, das war jetzt sogar noch schlechter als auf dem Handy. Das ist ja mal richtig mies gewesen. Ja, und ihr seht es, ich habe bei Springen, da muss ich noch richtig viel machen. Naja gut, müssen wir mal schauen. Das kriegen wir schon hin, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder für heute von euch. Ich muss mal gucken, vielleicht ist ja bis zur nächsten Aufnahme Smile schon so weit, dass er oder sie altert. Und dann würde ich das nächste Fohlen züchten. Ich glaube, ich werde jetzt nicht... Oder könnte ich theoretisch zwei mitnehmen? Select a pet. Doch, ich glaube, ich könnte sogar zwei mitnehmen. Vielleicht züchten wir dann auch beim nächsten Mal schon. Ihr Lieben, das war's für heute erstmal wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!